Good evening to you. Guten Abend euch allen. I was sitting in the cafeteria at our health center. Ich saß in der Cafeteria oder Mensa eines Gesundheitszentrums. And you would love to come there sometime. Und ihr würdet es lieben, dorthin zu kommen irgendwann mal. You can eat anything there without worry. Ihr könnt dort alles essen, ohne euch Sorgen machen zu müssen. And you can sometimes see monkeys out the windows. Und manchmal könnt ihr durch die Fenster hindurch Affen beobachten. On this particular day, I saw a troop of monkeys going across the lawn. Und an diesem besonderen Tag, da habe ich eine Gruppe von Affen gesehen, wie sie über den Rasen gelaufen ist. When monkeys are in the trees, they travel all together, but on the ground they travel single file. Wenn Affen sich bewegen in den Bäumen, dann machen sie das alle gemeinsam, aber wenn sie sich auf dem Boden fortbewegen, dann geht so jeder in seine Richtung. So as I watched them going, und als ich sie dann so beobachtete, I knew what was happening. Da wusste ich schon, was geschehen würde. They were coming from the direction of our banana farm. Sie kamen von unserer Bananenfarm. And they were going towards the jungle. Und sie gingen Richtung Dschungel. So it meant they were done eating. Und ich hatte mir gedacht, die haben schon gegessen. And I saw one monkey that was further behind than the rest. Und dann habe ich einen gesehen von diesen Affen, der war ein bisschen zurückgeblieben. He was slower. Er war langsamer. And there was a long distance between him and the other monkeys. Da war eine große Distanz zwischen ihm und den anderen Affen. And as most of the monkeys were reaching a tall tree, und als die meisten der Affen dann endlich einen großen Baumstamm erreichten, and he was still 5 or 6 meters from the tree, und er immer noch 5 bis 6 Meter hinter ihnen war, one of our dogs came around the corner of the building. Da kam einer unserer Hunde um die Ecke. The dog's name is Jackie. Und der Name des Hundes ist Jackie. Jackie is black. His color is black. Okay, er ist schwarz. And he is fast. Und er ist schnell. And he did not bark. Und er hat nicht gebellt. He knew not often do you find monkeys on the ground. Er wusste, das kommt nicht oft vor, dass man einen Affen this auf dem Boden was an opportunity. Findet. Das ist die Gelegenheit. And before the monkey knew what was happening, und bevor der Affe wusste, was geschah, Jackie was almost to him. Da war Jackie schon fast auf ihm drauf. The monkey heard something and looked. Der Affe hörte dann doch etwas und schaute sich um. It was too late. Und es war zu spät. It's not pleasant to watch a monkey die. Es ist nicht angenehm, einen Affen sterben zuzusehen. And when Jackie bit that monkey, aber als Jackie ihn umbrachte, I wasn't sure I wanted to watch. War ich mir nicht sicher, ob ich wirklich zuschauen möchte. But I saw Jackie look up. Aber ich sah, wie Jackie nach oben schaute. And that made me look up. Und deshalb schaute ich auch nach oben. And I saw the most amazing thing. Und ich habe etwas so Erstaunliches gesehen wie selten zuvor. Every monkey in the tree was coming down quickly. Jeder der Affen, die noch auf dem Baum waren, kam so schnell sie konnten nach unten. And when Jackie saw it, und als Jackie das sah, he let go of the monkey. Hat er den kleinen Affen losgelassen. And he ran away as fast as he can. Und rannte selber so schnell davon, wie er konnte. Because Jackie against one monkey, Jackie wins. Jackie gegen einen Affen, kein Problem. But Jackie against 20 monkeys, monkeys win. Aber Jackie gegen 20 Affen, da gewinnen die Affen. You understand? Ihr versteht das. Think about it for a minute. Denkt darüber nach für eine Minute. You are up in the tree. Ihr seid oben auf dem Baum. Your tummy is full. Euer Bauch ist gesättigt. And you see what's about to happen. Und ihr seht, was dort unten gerade am Geschehen ist. You say to your friend, und ihr sagt zu eurem Freund, he should have been paying attention. Er hätte aufpassen sollen. Why was he so slow? Warum war er so langsam? It's his fault. Es ist sein Fehler. I don't want to watch. Ich werde mir das nicht anschauen. This will be terrible. Das wird schrecklich sein. Hopefully our children will learn from this. Ich hoffe, deine Kinder lernen davon. You could talk that way, couldn't you? Man könnte so ein Gespräch führen, oder? You might say, man könnte sagen, I'm glad we're up in the tree. Ich bin so froh, dass wir hier auf dem Baum sind. Dogs can't climb trees. Hunde können nicht auf Bäume klettern. We're safe up here. Uns ist alles sicher hier oben. You could talk that way, couldn't you? Man könnte auch so reden, oder? If the monkeys had talked that way, what would have happened? Wenn die Affen sich aber so unterhalten hätten, was wäre dann geschehen? The erring monkey would have died. Dann wäre doch dieser Affe da auf dem Boden gestorben. I'm trying to teach you something. Ich möchte euch wieder etwas lehren. Because in your own churches, sometimes there's a slow monkey.
Denn in euren Gemeinden zu Hause, wo auch immer ihr herkommt, gibt es manchmal einen langsamen Affen sozusagen. There's someone who isn't paying attention. Manch einer oder eine, die nicht aufpasst. And sometimes from your safe position you can see that they're about to be destroyed. Und wenn du dich selber dabei in einer sicheren Position befindest, kann es sein, dass du zuschauen kannst, wie diese Person dabei ist, zerstört zu werden. And that's an enjoyable time to have holy talk. Und das ist eine Genusszeit für heilige Unterredung. You can talk to your good friend about it. Man könnte mit dem guten Freund darüber reden. Did you hear what's happening? Hast du gehört, was da passiert ist? It's so sad. Es ist so traurig. How could people act like that? Wie können Menschen sich so verhalten? Don't they know what's going to happen? Wissen sie nicht, was passiert? Why do they let the devil win a victory like this? Warum lassen sie dem Teufel einen Sieg zu wie diesen? It's not the right answer. Das ist nicht die korrekte Antwort. If we would get out of the tree, wenn wir nämlich von diesem Baum herunterkämen, we might be able to save a life. Wären wir vielleicht in der Lage, ein Leben zu retten. If we would get right down there with the person that's in trouble, wenn wir genau da auf den Boden hinuntersteigen würden, wo das Problem ist oder wo die Person sich im Problem befindet. Let me say it to you another way. Oder lass es mich anders ausdrücken. There's a lady that my wife and I led into the Adventist church. Da gibt es eine junge Frau, die meine Frau und ich gemeinsam in die Adventgemeinde bringen durften. But a few years later, she married someone who was not a member. Aber einige Jahre später heiratete sie einen Mann, der kein Adventist war. And she stopped attending church. Und dann hörte sie auf, die Gemeinde zu besuchen. And we went to see her several times. Und wir haben sie dann immer wieder mal getroffen. Now I know. Und ich weiß. The pastor tried to visit her several times. Der Pastor hatte sogar mehrere Male versucht, sie zu besuchen. He would call and she would say it's not a good time. Und er rief dann immer an und sie meinte dann immer, ja, es ist gerade ungünstig. Other elders also tried to make an appointment. Andere Älteste haben das gleiche probiert. She always turned them away. Und sie hat dann immer abgelehnt. She wasn't interested. Sie hatte kein Interesse mehr. Well, last year I went to visit her. Und letztes Jahr habe ich sie dann schließlich besucht. And I'll do it again in about 3 weeks. Und ich werde es nochmal tun in 3 Wochen. And when I saw her, she said, "No one ever came to visit me from the church." Und als ich dann zu ihr kam, da sagte sie zu mir, "Weißt du, es ist niemals jemand gekommen von der Gemeinde zu mir." Well, that's not true. Nun, das stimmt doch gar nicht, oder? I'm from the church. Von der Gemeinde. But she wasn't counting me. Also, ich war ja schließlich auch Gemeindeglied, aber mich zählte sie nicht. She met someone else. Sie meinte jemand anderen. What I'm trying to tell to you, was ich euch versuche zu sagen ist, if someone makes a mistake, wenn jemand einen Fehler begeht, they're hurting, das wehtut, der wehtut, don't call. Dann nicht anrufen. Just go. Einfach kommen. Just go. Einfach hingehen. You don't know what you can get done. Man weiß nicht, was man dort vielleicht noch Gutes tun kann. Come down out of the tree. Kommt von eurer sicheren Position des Baumes herunter. You understand. Ihr versteht. Tonight we're talking about the eye salve. Heute Abend sprechen wir über die Augensalbe. Of course, this ointment is designed to take away our blindness. Natürlich, diese Salbe dient dafür, Blindheit hinwegzunehmen. And what is it exactly that we can't see when we have spiritual blindness? Wenn wir geistlich blind sind, was ist es genau, was wir dann nicht sehen können? What we can't see is that we are not born again. Was wir nicht sehen können, ist, dass wir nicht wiedergeboren sind. Let me say it practically. Lass es mich ganz alltagspraktisch sagen. I think maybe 100 or more of you are not born again. Ich denke, etwa 100 oder mehr von euch sind nicht wiedergeboren. Maybe 150. Vielleicht auch 150. Sometimes I wonder about myself. Und so manches Mal frage ich mich selbst, ob ich wiedergeboren bin. If you're blind, that's the thing you can't see. Wenn man blind ist, dann kann man nicht sehen. So I have preached about the Laodicean message maybe in 40 countries now. Ich habe die Laodicea-Botschaft vielleicht nun in 40 Ländern gepredigt. And it's quite discouraging to me. Und es hat mich recht entmutigt. That when I finish, dass wenn ich zum Schluss komme, the audience all seems to be happy. Dass die gesamte Gemeinde oder die gesamte Hörerschaft glücklich zu sein scheint. Don't
Don't you know it might mean you? Wisst ihr nicht, was ich damit meine? That's what the blindness is about. Das ist genau diese Blindheit. We're not willing to believe that there's something wrong with us. Wir wollen nicht wahrhaben, dass mit uns was nicht in Ordnung ist. We're very willing to believe there's something wrong with someone else. Wir glauben schnell, dass mit jemand anderem was nicht in Ordnung ist. It's easy to believe there's something wrong with someone else. Es ist leicht zu glauben, dass mit jemand anderem was nicht stimmt. But if there's something wrong with us, aber wenn mit uns etwas nicht in Ordnung ist, we're so afraid of being fanatical, dann sind wir so geängstigt, dass wir fanatisch denken könnten. So afraid of being different. So haben wir so Angst davor, anders zu sein. I don't know what we're afraid of. Ich weiß nicht ganz genau, wofür wir überhaupt Angst haben. You have Bibles. Wir haben die Bibeln. Ihr habt Bibeln. Turn to Romans chapter 2. Lasst uns aufschlagen, Römer 2. Romans 2 speaks about the judgment that's happening right now. Römer 2 spricht über das Gericht, das genau jetzt stattfindet. It speaks about it in verse 16. Und spricht davon in Vers 16. It says, in the day when God will judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. An dem Tag, an dem Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird, wie es mein Evangelium bezeugt. Here in Germany there are some theologians. Hier in Deutschland gibt es einige Theologen, who say that the judgment isn't part of the gospel. Die behaupten, dass das Gericht nicht Bestandteil des Evangeliums wäre. So I'd like you to look at verse 16 again and see if that's true. Und dann möchte ich, dass ihr noch einmal gemeinsam schaut auf Vers 16 und selber entscheidet, ob das wahr ist oder nicht. Did Paul's gospel involve a judgment? Hat Paulus Evangelium das Gericht beinhaltet? It did. Oh ja. What kind of judgment? Welche Art von Gericht? A kind that investigated the secret things. Ein Gericht, das da untersucht die verborgenen Dinge. Do you see that in verse 16? Seht ihr das in Vers 16? It's the kind of judgment the Adventists teach about. Das ist die Art von Gericht, an das die Adventisten glauben. But we want to go to verse 17. Wir wollen auf Vers 17 gehen. Behold, you are called a Jew. Wenn du dich aber Jude nennst, I'd like you to read that as Seventh-day Adventist. Ich möchte, dass ihr das jetzt lest als Siebenten-Tags-Adventisten. Behold, you are called a Seventh-day Adventist. Seht, ihr werdet Siebenten-Tags-Adventisten genannt. You rest in the law. Ihr verlasst euch auf das Gesetz. You make your boast in God. Ihr rühmt euch Gottes. You know his will. Ihr kennt seinen Willen. You do approve of the things that are more excellent. Und ihr stimmt dem zu, was da exzellent ist. You are instructed out of the law. Weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist. And you are confident that you yourself are the guide of the blind. Und maßt euch an, ein Leiter der Blinden zu sein. Do you see the word confident there? Seht ihr hier dieses Selbstvertrauen? Have you heard of this phrase, assurance in Christ? Habt ihr schon mal von der Gewissheit in Christus gehört? There's a problem with it. Da gibt es ein Problem damit. The problem is that when someone is out of Christ, das Problem ist, dass wenn jemand sich außerhalb von Christus befindet, they're often inclined to think better of their condition than they should. Dann neigen sie häufig dazu, von sich selbst und ihrem Zustand besser zu denken, als sie eigentlich sollten. And when someone really is with Jesus, und wenn jemand wirklich mit Jesus ist, they often are inclined to take every rebuke as if it personally means them. Dann neigen sie dazu, jeden Tadel als auf sich selbst zu beziehen. The trouble with this type of assurance, das Problem mit dieser Art der Gewissheit, is that the wrong people wear it. Dass die falschen Menschen sie haben. So you see it in this verse. Ihr seht es in diesem Vers. This person is confident. Diese Person, die hier beschrieben ist, sie ist sich ihrer Sache gewiss. He knows that he's helping. Er weiß, er hilft. Who's he helping? Wem hilft er? He's helping blind people. Den Blinden. There's so much irony in it. Da ist so viel Ironie in diesem Vers. Who is he?
Wer ist er? He's a blind person. Er ist selber blind. He doesn't know it. Er weiß es nicht besser. And he's being helpful. Und hilft. He's helping blind people. Er hilft den Blinden. Vers 20. An instructor of the foolish, a teacher of babes, which has a form of knowledge and of the truth in the law. Ein Erzieher der Unverständigen, ein Lehrer der Unmündigen, weil du im Gesetz die Richtschnur der Erkenntnis und Wahrheit hast. So, we're organized this weekend so that today we're talking about solutions. Wir haben das ganze User Camp dieses Wochenende so organisiert, dass wir heute den Tag der Lösungen haben. But the fear that bothered me so much preparing for this talk. Aber das, was mir so viel Furcht einflößt in Vorbereitung auf dieses is Thema, that if you find the eye salve, you won't use it. Dass wenn man die Augensalbe findet, man sie nicht anwendet. Because you don't need it. Weil man braucht sie ja nicht. Because you're confident that you yourself are the guide of the blind. Denn man ist sich ja gewiss, ein Führer der Blinden zu sein. Because you know that you're an instructor of the foolish. Man weiß ja, ein Lehrer der Unverständigen zu sein. Because you do have a form of knowledge in the law. Denn man hat ja eine Form des Wissens vom Gesetz. Because you know, just like this man knows, that you're working with God. Du weißt genauso wie dieser Mensch, der hier beschrieben ist, dass du mit Gott zusammenarbeitest. So what I'm going to ask you to do tonight, und was ich dich jetzt bitten möchte heute Abend, is even if it seems unreal, selbst wenn das jetzt unwirklich, unreal scheint, is to imagine the possibility that maybe you never have been born again. Dir vorzustellen trotzdem, dass du vielleicht noch nie wiedergeboren wurdest. Or if that's impossible, und wenn das unmöglich ist, imagine that maybe you've really honestly left your experience behind. Dass du vielleicht ehrlich gesehen deine echte Erfahrung zurückgelassen hast. Dass du heute vielleicht nicht so nah bist oder nicht mehr so nah bist bei Jesus wie damals bei deiner Taufe. I don't know if that's true for you. Ich weiß jetzt nicht, ob das für euch zutreffend maybe ist. You're closely connected with the Savior right now. Vielleicht seid ihr ganz eng beim Heiland im Moment. But it looks to me like it isn't that way. Aber es erscheint mir so, als ob es nicht so ist. Because persecution has not arisen with power in Germany. Denn die Verfolgung hat noch nicht mit Kraft wieder in Deutschland eingesetzt. And wherever you have people that are really converted, und wo immer es aber Menschen gibt, die wahrhaft bekehrt sind, there is a reaction. Da gibt es eine Reaktion. Turn to John 15. Johannes 15. John 15 is where Jesus talks about love and hate. Das ist das Kapitel, in dem Jesus spricht über Liebe und Hass. The two ideas are right next to each other. Diese Ideen liegen beide eng beisammen. It's verse 17 and 18. Verse 17 und 18. These things I command you, that you love one another. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebet. That's what he says about love. Das ist das, was er über die Liebe sagt. What does he say about hate? Was sagt er über den Hass? Verse 18. Vers 18. If the world hates you, you know that it hated me before it hated you. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Jesus once talked this way to his brothers. Jesus hat einst so zu seinen Jüngern gesprochen. He told them that the world hates me, meaning they hate Jesus. Entschuldigung, zu seinen Brüdern, als er ihnen gesagt hat, die Welt hasst mich. But he said to his brothers, the world doesn't hate you. Aber er sagte ihnen, die Welt hasst nicht euch. Why wouldn't it hate his brothers? Warum hasste die Welt Jesus, aber nicht seine Brüder? His brothers were good guys. Das waren doch gute Kerle. Hard-working, friendly men. Und sie waren hart am Arbeiten und haben sich eingesetzt. Serious about life and serious about religion. Ernst bezüglich des Lebens, ernst bezüglich Religion. Living good, decent lives. Und sie haben gute, angenehme Leben geführt. The world didn't mind them at all. Das hat die Welt überhaupt nicht gestört. The world likes good citizens. Die Welt liebt gute Bürger. But the world hated Jesus. Aber die Welt hasste Jesus. Hated him. Hasste ihn. Why? Warum? Jesus is so kind. Jesus ist so liebevoll. Oh, but Jesus is too pure for you. Aber Jesus ist zu rein. Für dich. His purity makes you uncomfortable. Seine Reinheit lässt dich
unwohl fühlen. He doesn't bend to make you comfortable. Er verbiegt sich nicht nur, damit du dich wohlfühlst. He will not partake in that conversation. Er wird an dieser Unterhaltung nicht teilnehmen. And on Sabbath, it's hard to talk to him. Und am Sabbat ist es schwer, mit ihm zu sprechen. He's very strict to how he speaks. Er ist sehr streng oder strikt mit dem, mit seinen Worten. If you try to help him to loosen up, wenn du versuchst, ihm zu helfen, lockerer zu werden, he always quotes the Bible. Dann zitiert er immer die Schrift. And you just feel condemned. Und du fühlst dich verdammt. He doesn't say he condemns you. Er sagt nicht, dass er dich verdammt. He doesn't look like he condemns you. Er sieht nicht aus, als ob er dich verdammt. He doesn't sound like he condemns you. Es hört sich nicht an, als ob er dich verdammt. But his purity condemns you. Aber seine Reinheit. I'm trying to help you understand why the world hated him. Wir sind gerade dabei, oder ich versuche gerade zu verstehen, warum die Welt ihn hasste. And if he has your heart, und wenn er dein Herz hat, I think also the world will hate you. Dann wird die Welt auch uns hassen. Now I worry about saying things like this. Ich mache mir Sorgen um solche Sachen. Because there are some people that are so unconverted. Denn es gibt manche, die sind sowas von unbekehrt. That they're mean-spirited. Dass sie sogar ja einen bösen Geist quasi haben. The world hates them too. Und die Welt hasst sie auch. But it's not because of their purity. Aber es ist nicht aufgrund ihrer Reinheit. It's because of their rotten attitude. Sondern es ist aufgrund ihrer verrotteten. And I don't want anyone like this to feel like that I'm on their side. Einstellung. Und ich möchte nicht, dass irgendjemand denkt, dass ich auf ihrer Seite stehe. If the world hates you, wenn die Welt dich hasst, it shouldn't be because of what you look like, the meanness of your face. Es sollte nicht deshalb sein, dass die Welt dich hasst, so wie du aussiehst oder wie dein Gesichtszug aussieht. It should not be the critical sound in your voice. Es sollte nicht der kritische Ton in deiner Stimme sein. It should be the purity of your character. Es sollte die Reinheit deines Charakters sein. The consistency of your holiness. Die Konsistenz, die Beständigkeit deiner Heiligkeit. And I don't think you can manage that by yourself. Und ich denke, das kriegt ihr allein nicht hin. So all I've said so far is I hope if you see the ISAF tonight that you'll take it. Alles was ich bisher gesagt habe bezüglich der Augensalbe, nehmt sie. Just in case you are blind. Einfach nur für den Fall, dass ihr wirklich blind seid. Turn with me your Bibles to Proverbs chapter 1. Sprüche Kapitel 1. Proverbs 1, verses 22 and 23. Sprüche 1, Vers 22 und 23. How long, you simple ones, will you love simplicity? Wie lange wollt ihr Unverständigen unverständig sein? There are lots of people who don't know much about the Bible. Es gibt viele Menschen, die nicht viel über die Bibel wissen. But they love church. Aber sie lieben die Gemeinde. But they just can't get serious about Bible study. Aber sie können das Bibelstudium nicht so ganz ernst nehmen. And if that's you, und wenn das dich beschreibt, Jesus asks a question. Dann stellt Jesus dir eine Frage. How long are you going to love being uneducated? Wie lange möchtest du ungebildet bleiben? And how long will the scorners delight in their scorning? In the middle of verse 22. Wir gehen weiter in Vers 22. Und ihr Spötter Lust zur Spötterei haben. How long will fools hate knowledge? Und ihr Toren die Erkenntnis hassen. He says, turn at my reproof. Er sagt, kehret euch zu meiner Zurechtweisung. Behold, I will pour out my spirit unto you. Siehe, ich will über euch strömen lassen meinen Geist. I will make known my words unto you. Ich möchte mein Worte euch bekannt machen. What does Jesus say? Was sagt Jesus? Would you like to understand the Bible? Möchtest du die Bibel gerne verstehen? Would you like to be filled with his spirit? Möchtest du gerne vom Geist erfüllt werden? Then you just found a treasure promise. Dann hast du hier eine wertvolle Verheißung. And how does it work? Und wie läuft das ab? It's when God gives you a correction. Wenn Gott dich korrigiert,
you make a change. Führst du eine Veränderung durch? Let me say it practically to you. Lasst uns das wieder ganz praktisch sehen. When we're giving a prophecy series, wenn wir eine Prophetieserie hören, and we teach people that when you die, you're unconscious, oder sogar unterrichten und dann sagen, dass wenn Menschen sterben, sie ohne Bewusstsein sind, they accept this idea. Dann mögen die Hörerschaft das annehmen. When we teach them that Jesus comes back literally, they accept this idea. Und wir mögen dann auch sagen, ja, Jesus kommt buchstäblich wieder und die Hörerschaft mag das auch akzeptieren. When we teach them that the Bible's reliable, they accept this. Und wenn wir sagen, die Bibel ist auch zuverlässig, dann wird das angenommen von der Hörerschaft. And they even believe Babylon, Persia, Greece, Rome, papacy. Und sie glauben auch an Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom. But when we say they can no longer eat pig and catfish. Aber wenn wir dann ihnen sagen, sie können nicht länger Schwein oder bestimmte Fischarten essen, they're not sure they can see it. Dann können sie das nicht mehr so klar sehen. There's something in us that doesn't like practical information. Es gibt da in uns etwas, das praktische Information nicht mag. We don't mind theoretical ideas. Theoretische Ideen, kein Problem. But if you start telling me how to live, aber wenn mir jemand jetzt sagt, wie ich leben soll, how to talk, wie ich reden soll, how to dress, wie ich mich kleiden soll, how to eat, wie was ich essen soll, what to do for entertainment, welche Unterhaltungen ich wahrnehmen how darf, to keep Sabbath, wie ich den Sabbat halten soll. We don't like that. Das gefällt uns nicht. But if we don't like that, aber wenn uns das nicht gefällt, wenn wir das nicht mögen, we don't like Jesus, dann mögen wir Jesus nicht. Because those things represent him. Denn das steht für ihn. And if there's inside of you an antagonism to that kind of information, und wenn in euch so eine Gegenwehr herrscht gegen diese Art von praktischer Information, then we just read about you in John 15. Dann haben wir gerade von dir gelesen in Johannes 15. Jesus said, if the world hates you, know it hated me first. Wenn die Welt euch hasst, sagt Jesus, so wisst, dass sie mich zuerst gehasst hat. And people hate practical things. Und Menschen hassen praktisches Leben, Anwendungen. But also I'm worried to say things like this. Aber es macht mir auch Sorge, Dinge wie die folgenden zu sagen. Because there are some people, denn es gibt manche, that seem to have a mindset, die eine Gesinnung zu scheinen haben, that if it's restrictive, it's holy. Wenn es einschränkend ist, dann ist es heilig. So for example, Beispiel, they might become fruitarians. Sie mögen Fruchtarianer werden. And then start avoiding acidic fruits. Und dann meiden sie auf einmal saure Früchte, Zitrusfrüchte. So now only non-acidic fruitarians. Und jetzt sind sie nicht saure Fruchtarianer. That's not holiness. Das ist nicht Heiligkeit. Holiness doesn't mean becoming more and more restricted. Heiligkeit bedeutet nicht immer mehr eingeschränkt, eingeschränkt und eingeschränkt zu werden. It means becoming more and more compliant with what God says. Es heißt einfach immer mehr zu harmonisieren, zu tun, was Gott sagt. It means depending on what he says to be wise. Und das, was er sagt, für weise zu erachten. Turn to Hebrews chapter 1. Hebräer Kapitel 1. Jesus was filled with the Holy Spirit. Jesus war vom Heiligen Geist erfüllt. His ministry was 3.5 years long. Sein Dienst dauerte 3.5 Jahre. If you are filled with the Holy Spirit, wenn du erfüllt bist vom Heiligen Geist, maybe that's about how long your ministry will be. Dann ist das vielleicht, wie lange dein Dienst sein wird. I mean, the Father had to keep Jesus alive. Ich meine, der Vater musste Jesus am Leben halten, nicht wahr? For him to live 3.5 years. Damit er überhaupt 3.5 Jahre auf dieser Erde leben konnte. Because his holiness would have led to his martyrdom sooner than that. Denn seine Heiligkeit hätte schon viel früher zu seinem Martyrium geführt. Are you in Hebrews 1? Seid ihr in Hebräer 1? Hebrews 1 in verse 9. 1 Vers 9. Speaking of Jesus, spricht von Jesus. It says, you have loved righteousness and hated iniquity. Du hast geliebt die Gerechtigkeit und gehasst die Ungerechtigkeit. Therefore God, even your God, has anointed you with the oil of gladness more than your fellows.
Darum hat dich, o Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl wie keinen deinesgleichen. How do we have more of the Holy Spirit? Wie können wir mehr von dem Heiligen Geist haben? We have a heart appreciation for the Spirit's ideas. Wenn wir im Herzen eine Wertschätzung für die Ideen des Geistes haben. So when the Spirit speaks to you, sobald der Geist zu euch spricht, about your home, zum Beispiel über euer Heim, about the life you have inside your house, über das Leben innerhalb der eigenen vier Wände. What the Spirit is doing is making an opportunity for you to be renewed. Was der Heilige Geist dann unternimmt, ist eine Gelegenheit zu nutzen, euch zu erneuern. If you respond, wenn ihr darauf antwortet, and you make a change, und die Veränderung durchführt, you make room for the Spirit inside of you. Dann gebt ihr dem Heiligen Geist Raum innerhalb von euch. But if you respond by refusing, aber indem ihr ablehnt, you push the Spirit away from you. Haltet ihr den Heiligen Geist zurück von euch, ja, ihr stoßt ihn ab. So the Spirit is accustomed to being pushed away. Nun, der Geist ist es gewohnt, vertrieben zu werden. But the Spirit is not content with that. Aber er ist damit nicht zufrieden. What is the eye salve? Was ist die Augensalbe? It most certainly is the Holy Spirit. Es ist ganz gewiss der Heilige Geist. And how do we have more of it? Und wie können wir mehr davon haben? It's that we make a change. Indem wir eine Veränderung durchführen. I want to illustrate this. Das möchte ich gerne illustrieren. But I hope that you won't think the illustration is silly. Aber ich hoffe nicht, dass ihr denkt, diese Illustration ist because dumm. I don't know of any way to illustrate it that might not make you smile. Denn ich wüsste sonst von keiner Art und Weise, wie ich es illustrieren sollte, ohne dass ihr lächelt. But I hate chocolate ice cream. Aber ich hasse Schokoladeneiscreme. I hate it. Ich hasse sie. When I say I hate it, und wenn ich sage, ich hasse sie, I'm not talking about my taste buds. Dann spreche ich nicht über meine Geschmacksknospen. As far as I know, they might still like it. Ich könnte mir vorstellen, dass die das immer noch mögen. But my taste buds are not all of me. Aber meine Geschmacksknospen sind nicht mein ganzer Mensch. My brain doesn't like the ice cream. Mein Gehirn ist es, das die Eiscreme nicht mag. My immune system doesn't like the ice cream. Mein Immunsystem mag dieses Eis nicht. My heart doesn't like the ice cream. Mein Herz mag dieses Eis nicht. You can ask me about that later. Darüber könnt ihr mir später Fragen stellen. My secular doctor took me off chocolate because of issues with my heart. Mein säkularer Arzt hat mich tatsächlich auf Schokoladendiät gesetzt aufgrund meines Herzens. So my body doesn't like chocolate ice cream. Nun, mein Körper mag Schokoladeneis nicht. And my brain doesn't like it. Mein Gehirn mag es nicht. Maybe my tongue does. Vielleicht aber meine Zunge. I think it's the same with you. Ich denke, es ist das gleiche bei euch. The question is, which way do you talk? Die Frage ist jetzt, in welche Art und Weise unterhaltet ihr euch? You could say, ihr könntet sagen, I love chocolate ice cream. Ich liebe Schokoladeneis. I wish I could eat it. Ich wünschte, ich könnte es jetzt essen. But now I'm trying to be more healthy. Aber jetzt versuche ich, mehr gesundheitsbewusst zu leben. If you talk that way, wenn man so redet bei sich selbst, you're saying some things accidentally. Dann sagt man so ein paar Sachen zufällig. You're saying the Lord Jesus is not a very kind guide. Dann sagt man eigentlich, ja, der Herr Jesus ist eigentlich kein sehr freundlicher Führer. He's a bit of an extremist. Er ist ein bisschen ein Extremist. He doesn't really have your happiness in mind. Er hat nicht wirklich dein Glücklichsein im Sinn. And you know what he says back to you? Und wisst ihr, was er euch antworten würde? He says, I'm not twisting your arm. Ich werde nicht deinen Arm verdrehen. If you want to have the chocolate ice cream, wenn du das essen möchtest, then go ahead and have it. Kauf's dir, nimm es, iss es. He only wants volunteer servants. Er möchte nur freiwillige Knechte. Well, let me say this again. Lasst mich das wiederholen. Sometimes people ask me the strangest questions. Manchmal stellen mir Menschen die seltsamsten Fragen. They say, do you believe this is a salvational issue? Und sie fragen mich, denkst du, das ist eine Heilsfrage? And I'm thinking, what kind of question is that? Und ich frage mich dann immer, was ist das für eine Frage? Just think about it. Denk doch mal nur einen Moment nach. The father says to Gabriel, der Vater sagt zu Gabriel,
Go to earth and help that man. Gehe auf die Erde und hilf diesem Menschen. And Gabriel says, und Gabriel sagt, if I don't do this, will I become an evil angel? Wenn ich das nicht tue, werde ich dann ein böser Engel? Does my destiny depend on this? Hängt mein Schicksal davon ab? Can you picture that happening? Könnt ihr euch das vorstellen, so vor den eigenen Augen? Wouldn't that be very disrespectful? Wäre das nicht respektlos? It would be saying, I don't really want to follow you. Das wäre doch, wie wenn man sagen würde, ich möchte dir gar nicht wirklich folgen. But if you do have a loaded gun to my head, I guess I'll do what you say. Aber wenn du eine geladene Pistole mir an den Nacken setzt, dann werde ich das machen. If the gun isn't loaded, I'm going to do my own thing. Aber wenn diese Pistole nicht geladen ist, dann mache ich mein eigenes Ding. I'm trying to illustrate for you the question. Ich möchte euch nur diese Frage illustrieren. Is it salvational? Ist es ein eine Erlösungsfrage? What we ought to ask, wie sollten wir fragen? Would this please Jesus? Würde das Jesus gefallen? Would he like me to go a different way? Möchte er, dass ich mein Leben anders führe, einen anderen Weg wähle? Would it be an honor to him for me to make a change? Wäre es eine, würde es seiner Ehre dienen, wenn ich eine Veränderung durchführe? If it would, wenn es so wäre, I volunteer. Dann bin ich der Freiwillige. Ich mache das. Ich werde seinen Weg wählen. I think he's the creator. Ich denke, er ist der Schöpfer. He's exceptionally wise. Er ist unglaublich weise. His plans are wonderful. Seine Pläne sind wunderbar. So whatever he says, was auch immer er sagt, that's for me. Das ist für mich. That's what we want. Das ist, was wir wollen, oder? And when we take this approach, und wenn wir diesen Ansatz wählen, der eigenen Unterredung, we make lots of room for the Spirit. Dann machen wir dem, geben wir dem Heiligen Geist viel Raum. So what did we read in Hebrews 1? Was haben wir gelesen in Hebräer 1? Jesus loved righteousness. Jesus liebte die Gerechtigkeit. I'm trying to say that this is one step above doing righteousness. Ich möchte sagen, das ist sogar noch ein Schritt über Gerechtigkeit tun. You can do righteousness and almost regret it. Man könnte nämlich Gerechtigkeit tun und es beinahe bereuen. But Jesus is looking for someone to volunteer. Aber Jesus wünscht sich Freiwillige. Someone who says, that's the way I want to go. Freiwillige, die da sagen, das ist, was ich unterstütze. Das ist, was ich will. I had a student named Ashley. Ich hatte einmal einen Studenten namens Ashley. She might be married now. Sie mag inzwischen verheiratet sein. She was one of my favorite students. Und sie war eine meiner Lieblingsstudentinnen. But she had a terrible time in my classes. Aber sie hatte eine schwere Zeit in meinem Unterricht. I'm a difficult Bible teacher. Ich bin ein schwerer Bibellehrer. And I require a high standard. Und ich verlange einen hohen Standard. And I always stretched my D minus for Ashley. Und ich habe dann immer mein A? No, the D. D, okay. Just, ich habe dann immer die schlechteste Note noch ein bisschen erweitert, dass sie es gerade so noch geschafft hätte für die schlechte Note. She studied so hard. Ich meine, sie hat sich so bemüht, so she hart studiert. So much. Sie hat sich so sehr she angestrengt. Asked questions in class. Sie hat Fragen gestellt im Unterricht. She worked on her homework. Sie hat die Hausaufgaben erledigt. But her brain was not wired for lectures and reading. Aber ihr Hirn war einfach nicht so verschaltet für Vorlesungen und Lesen. And a three-step piece of logic could not be retained for more than a few minutes. Und eine Drei-Schritt-Logik Logik konnte sie nicht lange im Kopf behalten. So, as I said, I had to stretch the D minus for her. Wie gesagt, ich musste das Notenspektrum sozusagen nach unten erweitern, damit sie noch die schlechteste Note bekam. I observed something interesting. Aber ich habe etwas Interessantes beobachtet. If a visitor comes to church, wenn ein Besucher in die Gemeinde kommt, probably Ashley invited him. Dann hat Ashley ihn eingeladen gerne. I mean, frequently in the week she meets someone and brings that person to church. Häufig war es so, dass sie unter der Woche jemanden getroffen hat, den sie dann am Wochenende in die Gemeinde gebracht hat. Do you have to pass my classes to be a successful worker for God? Musst du meinen Unterricht bestehen können, um ein erfolgreicher Arbeiter für Gott zu sein? Nein. No. Ashley can be successful whether or not she can pass. Ashley kann erfolgreich sein, egal ob sie meinen Unterricht besteht oder nicht. But I mentioned something to you. Aber ich habe euch etwas erwähnt. She put in lots of time trying to understand. Aber sie hat nämlich so viel Einsatz dafür gegeben,
um verstehen zu lernen. She didn't use her weakness as an excuse for just not trying. Sie hat ihre Schwäche nicht zur Entschuldigung genommen, es gänzlich unversucht zu lassen, besser zu werden. And while we were there at school, und während des Unterrichts, several foolish heresies came through the student body. Kamen einige törichte Heresien auf dem Campus, während sie dort studierte. And I several times saw heretics trying to convince Ashley. Und dann habe ich gesehen, wie einige Male Heretiker versucht haben, Irrlehrer versucht haben, Ashley vom Glauben abzubringen. And I know she cannot understand them. Und ich weiß, sie kann sie nicht mal verstehen. She cannot follow their logic. Sie kann ihrer Logik nicht mal folgen. And even if she follows it today, she will not remember it tomorrow. Und selbst wenn sie heute der Logik folgen könnte, würde sie sich morgen nicht mehr daran erinnern. So it was interesting to me. Aber was interessant war für mich, that she always ended up on the right side of the issues. Dass sie immer bei jeder Auseinandersetzung immer bei der Wahrheit blieb. How could it be? Wie war das möglich? It seems like it should be rolling dice every time. Es wäre so, wie wenn sie jedes Mal die Würfel hätte rollen lassen. But she always ended up believing the truth. Aber da kam immer die Wahrheit bei raus. I'm trying to teach you something. Ich möchte euch etwas beibringen. When God gives you instruction, wenn Gott dir eine Unterweisung gibt, and you make a change, und du eine Veränderung durchführst, and he says he's going to give you his spirit, und er sagt, er gibt euch seinen Geist, and he's going to help you understand, und der euch hilft zum Verständnis, he is not dependent on your IQ to keep his promise, dann ist er nicht abhängig von eurem IQ, seine Verheißung wahrzumachen. He can do what he wants to do with you. Er kann mit euch tun, was er will. But I know that Ashley is an example for you. Aber ich weiß, Ashley ist ein Beispiel für euch. Because many people like her stopped studying long ago. Denn viele von euch haben vor langem aufgehört zu studieren. They stopped doing their part. Sie haben aufgehört, ihren Teil beizutragen. Don't stop doing your part. Hört nicht damit auf, euren Teil zu tun. But do start inviting people to church. Aber fangt an, Menschen einzuladen in die Gemeinde. Look at Luke 11. Lukas 11. Luke 11 has practical advice for Western parents. Lukas 11 hat ganz praktischen Rat für westlich geprägte Eltern. One of my past students has a little baby. Einer meiner ehemaligen Studenten hat ein Baby. And she put a note on Facebook about it this week. Und sie hat dann auch auf Facebook das verlautbart. That she bought a new toy for her little toddler. Dass sie für das kleine ein spezielles Spielzeug gekauft hat. But he would pay no attention to the toy. Aber ein Bub, der hatte kein Interesse daran. It was something wild, like a stick or something that he was very fascinated in. Es war etwas Wilderes, an dem er Interesse hatte, irgendwie so ein Stock oder so. Are you in Luke 11? Seid ihr in Lukas 11? Luke 11 and verse 9. Lukas 11 Vers 9. And I say to you, ask and it shall be given you. Und ich sage auch euch, bittet, so wird euch gegeben. Seek and you shall find. Suchet, so werdet ihr finden. Knock and it will be opened unto you. Klopfet an, so wird euch aufgetan. For everyone that asks receives. Denn wer da bittet, empfängt. And he that seeks finds. Und wer da sucht, der findet. And to him that knocks, it will be opened. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. If a son ask for bread of any of you that is a father. Wenn nun ein Sohn seinen Vater bittet, will he give him a stone? Or if he ask a fish, will he for a fish give him a serpent? Ums Brot wird er dafür einen Stein bekommen, oder wenn er um einen Fisch bittet, eine Schlange? Or if he ask for an egg, will he for an egg give him a scorpion? Oder der um ein Ei bittet, wird er einen Skorpion bekommen? Do you see these are not Western children? Ihr seht, das sind nicht westliche Kinder. What are they asking for? Wonach fragen sie? Food. Nach Essen. They're not even asking for cake. Sie fragen nicht mal nach Kuchen. Not for candy. Nicht für irgendwas Süßes. They're asking for simple food. Sondern nach den Grundnahrungsmitteln. Bread and egg and fish. Brot und Ei und Fisch. The most simple things. Die einfachsten Dinge. That's what they're asking for. Das ist, worum sie bitten. So these aren't spoiled children. So, das sind nicht verwöhnte Kinder. Spoiled children don't ask for those kind of things. Verwöhnte Kinder fragen nicht danach. They just assume that's coming. Sie nehmen einfach an, das gehört sich so.
What is the lesson here? Was ist die Lektion? Verse 11. Vers 11. If you then being evil know how to give good gifts to your children. Vers 13, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask him? Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? I hope you see the force of the illustration. Ich hoffe, ihr seht die Kraft dieser Illustration. Asking for the Holy Spirit isn't like asking for a new car. Um den Heiligen Geist zu bitten, ist nicht das gleiche wie um ein neues Auto zu bitten. It's like asking for a piece of bread when you're very hungry. Es ist mehr wie um ein Stück Brot zu bitten, wenn man sehr hungrig ist. It's something you really need. Es ist etwas, was man wirklich braucht. You don't just need it once. Man braucht das auch nicht nur einmal. You need it two or three times a day. Man braucht es zwei, dreimal täglich. And you don't just need it one day, you need it every day. Und man braucht es nicht nur jeden Tag, sondern jeden Tag. I'm talking about the bread. Ich rede vom Brot. But I think you understand the illustration. Aber ich denke, ihr versteht die Illustration. You have a Father in heaven. Ihr habt einen Vater im Himmel. And he gave you this illustration. Und er hat diese Illustration selbst gegeben. He was suggesting to you that you might want to feel hungry. Er hat das angesprochen, weil er wusste, dass wir vielleicht eines Tages Hunger haben würden. You might want to ask every day for the Holy Spirit. Ihr dürft jeden Tag um den Heiligen Geist bitten. And then if you ask, und wenn ihr bittet, and you're willing to make room, und ihr wirklich Raum gebt, you can be sure that he will give the Spirit to those that ask. Dann könnt ihr sicher sein, dass Gott den Geist denen gibt, die ihn bitten. So if I was the devil, wenn ich der Teufel wäre, and I wanted to make sure you were lost, und ich möchte sicher gehen, dass ihr verloren geht, I would organize hundreds of different tricks to make sure you did not plead for the Holy Spirit every day. Dann würde ich mir 100 verschiedene Tricks ausdenken, um sicherzustellen, dass ihr nicht um den Heiligen Geist bittet. Or if I couldn't stop you from asking, und wenn ich es nicht verhindern könnte, dass ihr um ihn bittet, I would try to stop you from feeling hungry. Dann würde ich versuchen, euch dahin zu bringen, dass ihr nicht mehr euch hungrig fühlt. So that your prayer would be hollow. So dass euer Gebet hohl wird. If I couldn't stop you from feeling hungry, wenn ich das auch nicht bewegen könnte, dass ihr euch nicht mehr hungrig fühlt, then I would try to give you a supernatural fake experience. Dann würde ich euch eine übernatürliche Glaubenserfahrung schenken. So that maybe you would think you found the right thing. Dass ihr denken würdet, boah, jetzt habe ich das Richtige gefunden. That's the Pentecostal movement. Das ist die Pfingstbewegung. I would be desperate to make sure you did not get help every day from the Holy Spirit. Ich würde alles geben darum, damit ihr nicht jeden Tag mit dem Heiligen Geist erfüllt seid. So, what am I saying practically? Was sage ich jetzt ganz praktisch bezogen? You could become an audience of supernaturally blessed people. Ihr könntet eine Hörerschaft werden, die auf übernatürliche Weise gesegnet ist. People filled several times a day with the Holy Spirit. Menschen, die täglich mehrmals vom Heiligen Geist erfüllt werden. People that have power wherever they go. Menschen, die Macht haben, wo immer sie hingehen. People that would bring persecution back to Germany. Menschen, die die Verfolgung zurückbringen nach Deutschland. Probably not right away from the government. Vielleicht nicht gleich von der Regierung kommend. That's very hard for the devil to organize. Das kostet sogar den Teufel ein bisschen Organisationszeit. But it would come from your coworkers and your family members. Aber das kommt dann von den Kollegen auf der Arbeit und von den eigenen Familienmitgliedern. Because the world really hates purity. Denn die Welt hasst wirklich Reinheit. I have one more thought I want to share with you. Ich habe einen weiteren Gedanken, den ich gerne mit euch teilen möchte. Turn to 1 Peter chapter 1. 1. Petrus Kapitel 1. Excuse me, 2 Peter chapter 1. Entschuldigt, 2. Petrus 1. 2 Peter 1 has the most amazing promise in it. Da ist vielleicht eine der wunderbarsten Verheißungen der ganzen Bibel aufgeschrieben. But we're going to start by looking at verse 9. Wir beginnen mit Vers 9. It says, but he that lacks these things is blind. Da heißt es, wer dies aber nicht hat, der ist blind. And he cannot see far away. Und er kann nicht weit sehen oder tappt im Dunkeln. And he has forgotten that he was purged from his old sins. Und hat vergessen, dass er rein geworden ist von seinen früheren Sünden. Do you see blindness here? Seht ihr die Blindheit hier? Blindness here
is an experience where you've lost a lot of ground in your spiritual life. Blindheit hier bedeutet, dass man viel geistlichen Boden verloren hat. There was a time when you were serious about Bible study. Da gab es diesen Moment im Leben, wo man ernst war im Bibelstudium. A time when your prayer life was vibrant. Wo das Gebetsleben lebendig war. This was before the smartphone age. Das war vor der Smartphone-Zeit. And now something has changed. Und jetzt hat sich etwas verändert. Where's the promise? Wo ist die Verheißung? It's in verse 9. In Vers 9. It says, for if these things be in you and abound, they make you that you shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus. Vers 8. Denn wenn dies alles reichlich bei euch ist, wird's euch nicht faul und unfruchtbar sein lassen in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. So these two verses are talking about something. Diese beiden Verse sagen etwas aus. If you have it, wenn du es hast, you're fruitful. Dann bist du fruchtbar. If you don't have it, wenn du es nicht hast, you're blind. Bist du blind. Let's read on. Lass uns weiterlesen. Look at verse 10. Vers 10. Wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. Darum, liebe Geschwister, bemüht euch desto mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. For if you do these things, you shall never fall. Denn wenn ihr dies tut, werdet ihr niemals fallen oder straucheln. What a promise. Was für eine gewaltige Verheißung. Do you know you live in the shaking time? Wusst ihr, dass ihr in der Zeit der Sichtung lebt? People are falling all over the place. Menschen fallen überall. And now you've just with your own eyes seen a promise that if you do these things you will never fall. Und jetzt siehst du mit deinen eigenen Augen gerade eine Verheißung vor dir, die da sagt, wenn du das tust, wirst du niemals fallen. If your heart doesn't cry out after that, something's wrong with you. Wenn dein Herz sich nicht inbrünstig danach sehnt, dann stimmt etwas mit dir nicht. I don't have much hope for you until you see how much you need that verse. Ich habe nicht viel Hoffnung für dich, wenn du nicht siehst, wie sehr du dieses brauchst. Was in dem Vers steht. Verse 11. Vers 11. For so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. So wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heiland Jesus Christus. So we've read verses 8 to 11. Wir haben Verse 8 bis 11 gelesen. And it ought to make you very hungry for verses 1 to 7. Und das sollte euch jetzt schon sehr hungrig gemacht haben für Verse 1 bis 7. I hope so. Ich hoffe das. Verse 4 talks about how to overcome your addictions. Vers 4 redet davon, wie ihr von euren Süchten frei werden könnt. So if you use pornography, wenn es bei euch die Pornografie ist, or you practice masturbation, oder die Selbstbefriedigung, or you're having an affair, oder ihr eine Affäre habt, or thinking about one, oder über eine nachdenkt. If you have some other sin in your life, wenn es eine andere Sünde ist, die es gibt in eurem Leben, if you're addicted to tobacco, wenn ihr tabaksüchtig seid, or to caffeine, oder koffeinsüchtig, yeah, tea or coffee, ja, Koffein, if you have an addiction, wenn ihr eine Sucht habt, then verse 4 is for you. Dann ist Vers 4 für euch. Verse 4 says that it's by having the divine nature that you can escape the corruption. Es sagt nämlich dieser Vers, dass ihr durch das Anteilhaben an der göttlichen Natur der Verdorbenheit oder der Begierde entrinnen könnt. It says the corruption is getting worse all the time. Es sagt, dass die Verdorbenheit immer schlimmer wird. I mean, that's what corruption is. It's the process of getting worse. Ich meine, das ist, was Verdorbenheit ausmacht, oder? Es wird immer schlimmer. And the corruption comes by following your desires. Und die Verdorbenheit kommt, indem man seinen eigenen Begierden folgt. How do you escape? Wie ist der Ausweg? It's by having God's power on the inside. Es ist, indem man Gottes Macht in sich hat. And how do you have God's power on the inside? Wie hat man Gottes Macht in sich? The tool you need are the promises of God. Der Schlüssel, den man braucht, sind die Verheißungen Gottes. Now I knew I was coming here. Nun, ich wusste, dass ich hierher käme. So before we came, I gave you some tools. Bevor wir hierher gekommen sind, habe ich euch einige Werkzeuge mitgegeben. Do you remember the tool of Proverbs 1? Erinnert ihr euch noch an das Werkzeug aus Sprüche 1? It says that if you turn when God gives you correction, he will pour out his spirit to you. Gerade am Anfang der heutigen Predigt habe ich gesagt, wenn ihr in Gottes Richtung euch bewegt, dann erfüllt er euch mit seinem Geist. If you really believe that promise, wenn ihr wirklich diese Verheißung glaubt aus Sprüche 1, then I think you will fall in love with the testimonies. Dann denke ich, werdet ihr
euch verlieben in die Zeugnisse. Because they are full of opportunities to turn. Denn sie sind voll an Gelegenheiten, einen Wandel durchzuführen. And every opportunity to turn is an opportunity to claim the spirit and the understanding of the Bible. Und jede Gelegenheit, eine Veränderung durchzuführen, ist eine Gelegenheit, eine göttliche Verheißung anzunehmen, die in der Bibel geschrieben ist. So verse 4 is the foundation of spiritual life. Vers 4 ist die Grundlage des geistlichen Lebens. You claim the promises. Ihr beansprucht die Verheißungen. You overcome your addictions. Ihr überwindet die Süchte. And for the first time ever, you're a real Christian. Und zum ersten Mal jemals seid ihr ein echter Christ. Until that time, you're not. Vorher seid ihr es nicht. I don't say that God isn't working with you. Ich sage nicht, dass Gott nicht an euch arbeitet. You're kind of like the fetus. Ihr seid wie the unborn baby. Ihr seid wie ein Fötus, ein ungeborenes Baby. You're not born yet. Ihr seid noch nicht geboren. But that's coming. Aber das kommt ja. Verse 4 is the first breath. Vers 4 ist der erste Atemzug. That's where your life really begins. Das ist, wo euer Leben wirklich beginnt. But it's not where it ends. Aber es ist nicht, wo es endet. In Christianity there should be very little infant death. In der Christenheit sollte es nur ganz wenig Kindstod geben. Look at verse 5. Schaut euch Vers 5 an. And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue. So wendet alle Mühe daran und erweist in eurem Glauben Tugend. What is faith? Was ist Glaube? That's verse 4. Das ist Vers 4. Depending on the promises to have God's power in your life. Vertrauen auf die Verheißungen Gottes in deinem Leben. Faith is the way you overcome. Glaube ist, wie du Überwinder wirst. But what do you add to that? Doch was möchte man dem hinzufügen? Add virtue. Tugend. Why in that order? Warum in dieser Reihenfolge? It's because you can't manage to have a virtuous life without that power. Denn es ist ganz einfach, ihr könnt kein tugendhaftes Leben führen ohne diese Macht des Glaubens. 4 weeks ago I was in Indonesia. Vor 4 Wochen war ich in Indonesien. Walking on a road. Und bin eine Straße entlang spaziert. When Aub drove up beside me, Aub is his name, Aub. Als Aub auf einmal erschien ein Mensch, Aub. He stopped his motorcycle and asked where I was going. Und er hat sein Motorrad angehalten und hat mich gefragt, wo ich denn hingehen würde. So when we finished talking, I was going to his house. Und als wir zu Ende waren mit unserer Unterredung, da bin ich dann zu seinem Haus mitgegangen. When I got there, und als ich dort ankam, we began talking. Haben wir weitergeredet. 7 years ago, Aub began searching for the truth. Vor 7 Jahren hatte Aub angefangen, nach der Wahrheit zu suchen. His parents are Muslims. Seine Eltern sind Moslems. But he wasn't very impressed with the religion. Aber er war von dieser Religion nicht so beeindruckt. Someone built a mosque and put the border 1 whole meter into his property. Einer hatte eine Moschee errichten lassen und hatte sie sozusagen 1 Meter in sein Grundstück hineinragen lassen. And in Java, that amount of property is worth more than what he would earn in 5 or 6 years of hard labor. Und auf der Insel Java, da ist dieser 1 Meter Grund mehr wert, als man in 5 oder 6 Jahren verdienen kann. So he wasn't very impressed. Also das hat ihn nicht so beeindruckt. He even showed me that the minaret is actually in that meter, right on his property. Und er hat dann gezeigt, dass genau eben dieser Teil der Synagoge wirklich sich auf seinem Grund befand. So when he began searching, und als er dann am Suchen war, he checked out Catholicism. Hat er den Katholizismus untersucht. He tried Protestantism. Er hat den Protestantismus durchforscht. Then he went to Buddhism. Dann ist er in den Buddhismus gegangen. And he's finally landed on Hinduism. Und dann ist er beim Hinduismus angelangt. He's taken his daughter to the Hindu temple. Und er nimmt seine Tochter mit in den Hindu-Tempel. His wife still goes to the mosque. Und seine Frau geht aber noch immer in die Moschee. So the daughter goes to the mosque on Friday and the Hindu temple at random times. Und die Tochter macht das jetzt so, dass sie freitags mitgeht in die Moschee und manchmal eben mit in den Hindu-Tempel mit dem and Vater. I'm with Aub inside his house. Und ich bin jetzt mit Aub in seinem Haus. I studied with him Daniel 2 and Daniel 7. Ich habe mit ihm Daniel 2 und 7 studiert. I studied with his daughter Daniel 2, 7 and 8. Ich habe auch mit seiner Tochter Daniel 2, 7 und 8 studiert. But the most interesting part of our conversation was about smoking. Aber die interessanteste Unterredung, die wir hatten, oder das interessanteste Gespräch handelte vom Rauchen. Because Aub has been smoking for a long time. Isn't. He has been. Oh. Er war nämlich lange schon Raucher, Aub. And he can't quit. Und er kann einfach nicht aufhören mit dem Rauchen. Over and over and over. Er hat es dutzende Male versucht.
I told him, I can show you how to quit. Und ich sagte ihm, ich kann dir zeigen, wie du frei werden kannst. And I taught my students in Indonesia how to work with him. Und ich habe meine Schüler in Indonesien unterrichtet, wie sie mit ihm arbeiten Because können. Because for Aub, this is going to be the test of whether the Christian religion really has anything over Hinduism. Denn für Aub ist das der Test schlechthin, ob das Christentum dem Hinduismus in irgendeiner Weise überlegen ist. I mean, Daniel was impressive. Ich meine, Daniel war beeindruckend. But he's had supernatural experiences with Hinduism also. Aber er hat auch supernatürliche Erfahrungen im Hinduismus gesammelt. So this is an important test for him. Nun würde das folgende ein wichtiger Test für ihn sein, ein Prüfstein. I wish we had met him 7 years ago. Ich wünschte, ich hätte ihn vor etlichen Jahren getroffen. Today he would be an evangelist. Dann wäre er heute ein Evangelist. But no one has courage to reach the Muslims. Aber niemand hat den Mut, die Moslems zu erreichen. They have to go looking themselves. Sie müssen selbst auf die Suche sich begeben. And they don't know where to look. Und sie wissen nicht, wo sie hinschauen sollen. So in verse 4 you have faith. In Vers 4 geht's um den Glauben. Freedom from your addictions. Freiheit von deinen Süchten. That precious gift that only real Christians have. Das wertvolle Gut, das nur echte Christen haben. You add to faith virtue. Und auf diesen Glauben baut man die Tugend. Then the passage says, add to virtue knowledge. Oder fügt man die Tugend hinzu und dann kommt Erkenntnis dazu. The order is important. Die Reihenfolge ist wieder bedeutend. If you begin to study the Bible, wenn man mit dem Bibelstudium beginnt, while you're still connected to your addictions, während man noch an seinen Süchten hängt. It isn't the Holy Spirit that's guiding you. Dann ist es nicht der Heilige Geist, der euch leitet. And you are far too weak-minded to escape the devil's tricks. Und ihr seid viel zu schwach in eurem Geist und Verstand, um den teuflischen Tricks zu entrinnen. So what comes first? So was muss zuerst kommen? That's faith. Der Glaube. What next? Was dann? Virtue. Die Tugend. Then you can come to true conclusions in your Bible study. Und erst dann kann man zu wahren Schlussfolgerungen, zu wahrhaftigen Schlussfolgerungen kommen im Bibelstudium. And what do you add to knowledge? Und was fügt man der Erkenntnis hinzu? You add temperance, self-control. Mäßigkeit, Selbstbeherrschung. Let me explain that. Lasst mich das erklären. Fanaticism is a zeal that is not according to knowledge. Fanatismus ist ein Eifer, aber nicht mit Verstand oder Erkenntnis. Islam is a fanaticism. Islam ist ein Fanatismus. Pentecostalism is a fanaticism. Pfingstlerei ist ein Fanatismus. I'm not saying those people are evil. Ich sage nicht, dass die meisten böse I'm sind. I'm saying they're zealous. Ich sage, sie sind eifernde. And they don't know. Und sie wissen nicht. Zealous and not knowing, that's fanaticism. Eifer haben und nicht wissen ist Fanatismus. So if you begin to try to make reforms in your life, wenn du nun versuchst Reformen in deinem Leben umzusetzen, to straighten yourself out, dich selber zurechtzurücken, you could really end up going in strange directions. Dann könntet ihr wirklich dahin gelangen, komische Wege einzuschlagen. I remember meeting a man, ich kann mich erinnern, dass ich einen Mann traf eines that Tages, said he was wearing lots of clothes. Trug ganz viel Kleidung. He had learned that if he wears many layers, und er hat nämlich gelernt, wenn er viele Schichten anhatte, he can live on one small meal a day. Dann kann er nur ein kleines, und dann reicht ihm ein Essen am Tag. He said that he felt good. Er sagte, er fühlte sich wohl. But he looked terrible. Aber er sah schrecklich aus. He had extreme self-control. Er hatte eine extreme Selbstbeherrschung. That's hard self-control. Das ist richtig harte Selbstbeherrschung. But it's not according to knowledge. Aber ohne Erkenntnis. That's not healthy. Das ist ungesund. So when do you add temperance? Wann kommt die Mäßigkeit und Selbstbeherrschung That's dazu? After knowledge. Nach der Erkenntnis. Add to your faith virtue and to virtue knowledge and Glaube, to knowledge temperance. Tugend, Erkenntnis, Mäßigkeit. You're a good man. What comes after temperance? Was kommt nach der Mäßigkeit? It's patience. Geduld. I hope you can see that. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt auch schon verstehen, die Logik. It's impossible for
intemperate man to be patient. Es ist unmöglich für einen unmäßigen Menschen geduldig zu sein, nicht wahr? If you haven't learned how to control yourself in the outward things, wenn ihr nicht gelernt habt, euch selbst zu beherrschen in allerlei, you certainly won't control yourself in the inward things. Oder in äußeren Dingen, wie wollt ihr euch im Inneren beherrschen? Do you see the logic of this ladder? Seht ihr die Logik dieser Stufenleiter? This ladder is an organized way for you to develop a character that's honorable to King Jesus. Das sind systematische Schritte, wie man dahin kommen kann, Jesus mehr zu ehren. What I've said tonight, was ich heute Abend gesagt habe, mit euch geteilt habe, is that in all likelihood you have not yet experienced true conversion or you've fallen away from such an experience. Das, was ich heute Abend gesagt habe, ist, dass ihr aller Wahrscheinlichkeit nach noch keine echte Bekehrung erlebt habt oder von dem abgefallen seid, wo ihr mal wart. I don't see that by an infrared camera that can see your heart. Ich habe jetzt keine Infrarotkamera, mit der ich hier eure Herzen untersuchen kann. And I haven't observed a bunch of bad behavior. Und ich habe jetzt auch nicht irgendwelche schlechten Verhaltensweisen bei euch hier beobachtet. I just know what Jesus said about our age. Ich weiß einfach nur, was Jesus sagt über unsere Generation. And I know the effects of a character like that of Jesus. Und ich weiß die Effekte, die es hat, wenn man den wahren Charakter Jesu hat. So if I don't see that kind of hatred of the world from the world. Und wenn ich diesen Effekt, diesen Hass der Welt nicht sehen kann, diese Verfolgung, I'm a little suspicious that the real thing isn't happening. Dann bin ich ein bisschen verdächtig, dann habe ich den Verdacht, dass wir noch nicht das Wahre erfahren haben. Well, if suppose you're not converted, stellt euch doch vor, ihr seid nicht bekehrt. Does that mean your case is hopeless? Heißt das, dass es hoffnungslos ist für euch? No, 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 no. Nein, nein, nein. We've said nothing tonight that's difficult. Wir haben nichts heute Abend gesagt, was schwer ist. What we've talked about is the union of human effort and divine power. Wovon wir gesprochen haben, ist die Verbindung menschlichen Einsatzes mit göttlicher Kraft. We've talked about on your part some disciplines. Wir haben von unserem Teil geredet und ein paar Disziplinmaßnahmen. The discipline of asking for the Spirit routinely. Die Disziplin, nämlich täglich um den Heiligen Geist zu bitten. The discipline of choosing to appreciate changes you need to make. Disziplin zu haben darin, dass man eine Wegänderung durchführt in seinem Leben, wo notwendig. And the discipline of climbing Peter's ladder. Und die Disziplin, diese Stufenleiter, wie Petrus sie im zweiten Brief erwähnt, zu gehen. These disciplines are combined with God's amazing power. Diese Disziplinmaßnahmen sind verbunden mit der enormen Kraft Gottes. Not that he's waiting to see if you're good enough. Es geht nicht darum, dass er darauf wartet zu sehen, ob du gut genug bist. But his power can only be applied on the inside. Aber seine Kraft kann nur dann im Inneren wirken. So to get in und wirklich eindringen. He tells you what's in the way. Wenn das, was dazwischen ihm und euch ist, weggenommen wird und er uns das zeigt. And there is always something practical. Und das ist immer etwas ganz Praktisches. If it's not practical, it's not in the way. Wenn es nicht was Praktisches ist, dann steht es nicht im Weg. So when he tells you, so wenn er dir sagt, he's trying to make an opportunity for himself. Und er sich selbst eine Gelegenheit eröffnet, and if you accept the opportunity, und ihr diese Gelegenheit nutzt, you don't even have to wonder whether he's going to fill the space. Dann braucht ihr euch nicht erst zu fragen, ob er dann diesen Raum einnehmen wird. You understand. Ihr versteht das. So the promises are good enough. So, die Verheißungen sind also gut genug. You can put your whole weight on them. Da könnt ihr euer ganzes Gewicht drauflegen. He will pour out his Spirit. Er wird seinen Geist ausgießen. He'll help you understand the word. Er wird euch helfen, das Wort verstehen. He says you will be fruitful. Er sagt, ihr werdet Frucht bringen. He says you will never fall. Er sagt, ihr werdet nie fallen. And it's like you've just come home and you can finally hang up your coat. Und dann ist es so, wie wenn ihr nach Hause kommt und ihr seht dort ein Zitat. You found the promise you need. Ihr habt das gefunden, dieses Zitat gefunden, was ihr genau gebraucht habt. You can rest on this one. Ihr könnt euch auf diesem Zitat verlassen, euch mit eurem ganzen Gewicht drauflegen. You can rest with this power that will help you escape from the corruption that's in the world. Und
ihr könnt darauf vertrauen, dass diese Kraft in der Verheißung euch hilft, der Begierde und der Verdorbenheit der Welt zu entrinnen. What's the eye salve? Was ist die Augensalbe? It's the Spirit. Es ist der Geist. Do you want it? Möchtet ihr sie? I want it. Ich möchte sie. I want more. Ich möchte noch mehr. And I want it tomorrow also. Und ich möchte sie auch morgen. And I'm asking every day. Und ich bitte jeden Tag. I hope you will. Ich hoffe, ihr werdet das auch tun. And if you see someone foolish, und wenn ihr jemanden seht, der töricht ist, der dumm ist, and the dog's about to bite them, und die Hunde sind dabei, ihn zu beißen, it's an opportunity for you. Dann ist es eine Gelegenheit für dich. When you get out of the tree, wenn du denn von dem Baum herunterkommst, you're making room for the Spirit. Und dem Heiligen Geist Raum gibst, you're making yourself a channel for power. Dann machst du dich selbst zu einem Kanal für die Kraft Gottes. It's the very power you want. Es ist genau die Kraft, die du wünschst. And you can't have it while you're in the tree. Und du kannst sie nicht haben, während du da oben auf dem Baum sitzt. So let's have a practical religion. Lasst uns eine praktische Religion haben. Amen. Amen. Let's kneel for prayer. Lasst uns knien zum Gebet. Our Father in heaven. Unser Vater im Himmel. I ask for a gift for myself. Ich bitte um die Gabe für mich selbst. And for every unconverted person here. Und für jeden Unbekehrten hier. Would you please finish what you've started in us? Mögest du bitte vollenden, was du in uns begonnen hast. Or for those who've fallen back, would you please give us a new experience? Und die von uns, die zurückgefallen sind, mögest du uns eine neue Erfahrung mit dir schenken. We volunteer to follow you. Wir stellen uns als Freiwillige zur Verfügung, dir zu folgen. I confess that your ways are good ways. Ich bekenne, dass deine Wege gute Wege sind. Please pardon us for how disrespectful we have been. Bitte vergib uns für unsere Respektlosigkeit dir gegenüber. I ask in the name of Jesus. Ich bitte das im Namen Jesu. Amen. Amen.